gibt es mal wieder ein Vorstellungsvideo. Diesmal möchte ich euch gerne meine neue Overlock vorstellen. Und zwar ist das die Yuki MO4S. Ja, diese Overlock habe ich jetzt schon seit einigen Wochen in Gebrauch und da dachte ich, darf natürlich auch kein Vorstellungsvideo fehlen, zumal das meine erste Overlock ist, die ich behalten werde. Viele, die mir folgen auf Instagram und Facebook, wissen, dass ich eigentlich nicht so ein Fan von Overlocks bin, einfach weil ich so ein Ungeduldsding bin, dass ich einfach weder das Talent noch die Geduld habe, ordentlich einzufädeln und anschließend diese Ruhe zu haben, ja, mit den Fadenspannungen zu arbeiten und überhaupt, bis diese Maschine einmal richtig eingestellt ist. Das ist die erste Overlock. Glaubt mir, ich hatte schon einige auf meinem Nähtisch stehen. Allerdings ist das jetzt die einzige, die definitiv bleiben wird. Einfach, weil ich mit der super zurechtkomme und die ist so richtig, ja, wie soll ich sagen, für Doofe geeignet. Oder sollen wir sagen, untalentierte Einfädler. Es ist wirklich mega simpel und auch die Einstellungen, wenn man einmal eingefädelt hat, sind super schnell gemacht, ohne dass man da irgendwie noch großartig rumprobieren muss. Und in der Bedienungsanleitung, die dabei ist, steht auch super gut erklärt, welches Rädchen man wie drehen muss, um wenn welcher Faden nicht so super sitzt und wie genau die Faden überhaupt sitzen müssen. Ja, diese Bedienungsanleitung ist auch auf Deutsch, also braucht ihr euch da keine Gedanken machen, wenn ihr nicht dem Englischen beherrscht. Ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, wie einfach diese zu bedienen ist. Als Tipp, wenn ich einmal eingefädelt habe bei der Overlock, wenn ich sehe, dass die Garnrollen leer gehen, dann schneide ich einfach immer hier ab, setze die neue drauf, verknote die miteinander, dass ich nicht wieder neu einfädeln muss. Also ich habe wirklich nur einmal am Anfang eingefädelt und halt jetzt vorhin noch einmal für das Video und das war's. Also sobald ich sehe, dass die Patronen leer gehen, verknote ich einfach die neuen mit dem Faden und dann habt ihr dieses Gefädel auch nur einmal. Die Einstellungen nach wie vor, ich habe jetzt auch einmal anderes Garn benutzt. Dieses Garn, das ist ein ganzes Paket gewesen in mehreren Farben, mega günstig, aber super gute Qualität. Verlinke ich euch auch gern einmal unten in die Infobox und auch die Overlock. Verlinke ich euch einmal in der Infobox. Auch diese habe ich wieder über den Shop T-Com Shop bei Amazon bestellt, wie ich eigentlich die letzten Maschinen fast alle dort bestellt habe. Einfach weil das so super gut klappt. Der Versand ist schnell, die Garantie ist lang. Wenn irgendwas nicht stimmt, die Kontaktaufnahme war bisher immer super. Ich habe Ersatzteile bekommen, ich habe umtauschen können. Also wenn irgendwas nicht stimmt, da hat man immer einen Ansprechpartner. Und deswegen schwöre ich auf diesen Shop und beziehe alle meine Nähmaschinen mittlerweile und auch Overlock, wie man sieht, eigentlich über diesen Shop nur noch. Ja, also kann ich euch nur empfehlen. Auch die Overlock verlinke ich euch einmal unten in die Infobox. Ja, und da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter groß drum herum reden und möchte euch einfach mal direkt zeigen, was die Overlock kann, wie sie zu bedienen ist und vor allen Dingen, wie man diese einfädelt. Viel Spaß! So, und los geht's. Als erstes möchte ich euch einmal das Zubehör zeigen, was dabei ist. Da haben wir hier erstmal so einen Stoffauffangbehälter, den wir vorne dran klippen können. Dann natürlich hier das Pedal. Da ist gleichzeitig auch der Stromanschluss mit dran. Die Bedienungsanleitung. Mit dabei ist auch eine Garantiekarte. Und natürlich hier solch eine Schutzhülle. Dann hier an der linken Seite haben wir einmal solch eine Zubehörbox. Dort mit drin sind ein Ersatzmesser, ein kleiner Inbusschlüssel, Ersatznadeln zum Reinigen und Pflegen, ein bisschen Öl und ein Pinsel, ein Schraubenzieher und hier solch eine Pinzette brauchen wir unbedingt zum Einfädeln. Dann solche Garnnetze und solche Garnableiterscheiben. Dann kommen wir jetzt zu der Maschine selber. Da haben wir hier oben die Fadenspannungen. Dann hier unten können wir den Deckel wie folgt einmal öffnen. Und hier drin sehen wir dann auch schon eine sehr gut detaillierte Anleitung, wie man die Faden einfädelt. Dann hier oben auf der rechten Seite haben wir einmal den Wählknopf für die Stichlänge. Und hier unten einmal das Handrad. Hier unten dann noch der An- und Ausknopf und der Stromstecker. Hier auf der linken Seite kann man einmal den Stoffauflagendeckel öffnen. Dort drin befindet sich ein Rädchen. Wenn wir diesen drehen, könnt ihr das von hier aus einmal sehen. Geht hier die Platte nach links oder rechts? Das ist das Messer, was den Stoff abschneidet. Damit könnt ihr bestimmen, wie weit
der Stoff abgeschnitten werden soll. Und dann hier hinten haben wir dann noch den Wählknopf für den Differentialtransport. Dieses Rädchen lasse ich standardmäßig auf N stehen. So, dann ziehe ich einmal den Fadenführungsstab raus. Hier oben, das sind dann die offenen Fadenführungen. Und dann nehme ich meine Garnrollen. Diese verlinke ich euch einmal unten in die Infobox. Und dann setze ich mir die einmal der Farbe entsprechend drauf. Am Anfang könnt ihr am besten wirklich die gleichen Farben nehmen, wie vorne auch die Rädchen. Das vereinfacht das Einfädeln und auch den Überblick. Dann mache ich mir hier diese Netze über die Garnrollen. Und nehme mir meine Pinzette zum Einfädeln. Ach, hier haben wir übrigens noch einen Wählknopf. N bedeutet normaler Stich und R Rollsäume bzw. Schmalsäume. Auch dieses könnt ihr noch vorab einstellen. Bei mir bleibt es auch hier auf N. Ihr könnt übrigens auch normale Garnrollen verwenden. Dann müsst ihr einmal diesen Vibrationshemmer hier abnehmen. Steckt die normalen Garnrollen drauf und die Garnhalter einmal oben drauf. Ich selber nehme jetzt aber hier die Overlock-Nähgarne. Dafür nehme ich dann auch einmal diesen Vibrationshemmer und stecke mir die Garnrolle einfach drauf und dann sitzt die schön fest. Dann nehme ich mir den ersten Faden, ich fange hier mit dem blauen an und stecke diesen Faden als erstes durch die Fadenführungsleiste. Dann geht der Faden hier unten entlang. Hier unten machen wir einmal die Klappe auf und da sehen wir auch schon den blauen Punkt. Dort durch den Haken muss es einmal durch, der nächste blaue Punkt ist auch wieder ein Haken, wo da durchgesteckt werden muss. Dann nehme ich mir die Pinzette zur Hilfe und stecke zum dritten Haken, wo die blaue Markierung ist, durch. Und anschließend hier oben, das ist die letzte Markierung, wo das auch einmal durch muss. Und dann ist schon der blaue Faden eingefädelt. Also der ist noch relativ einfach, wie ich finde. Als nächstes ist der rote dran. Auch hier ist wieder oben einfädeln, dann nach unten und dann der erste rote Punkt. Da kommen 1, 2, 3 weitere rote Punkte, die nacheinander einmal durchgesteckt werden müssen. So, dann hier oben. Dann ist hier noch einer. So, dann ist hier oben solch ein kleiner Greifer. Da mache ich den Faden einmal drüber. Dann drehe ich einmal rechts an dem Rädchen, sodass sich der Faden quasi links reinfädelt. Und dann ist hier ein Haken, den ich einmal hochklappe. Und wenn ich dann zurückdrehe, sehe ich, dass der Faden links drinnen eingefädelt wurde. Dann noch oben durch das letzte Loch und der rote Faden ist auch eingefädelt. Also gar nicht so schwer, aber schon ein klein wenig Fummelei. Wenn man es ein-, zweimal gemacht hat, läuft das aber ganz von allein. Die nächsten beiden Fäden sind sehr einfach einzufädeln. Da muss ich einfach den grünen einfach nur hier einmal drunter hindurch, dann nach oben. Dann wieder runter, einmal hier rechts rein und hier unten einmal durch den Haken durch und anschließend durch die Nadel durch. Dann ist auch der grüne eingefädelt. Und jetzt der letzte, und zwar der orangene. Auch der einfach hier nur einmal drumrum. Einmal hier linke Seite einfädeln, auch wieder einmal durch den Haken hier oben durch und durch den linken Nadel durch. Und dann ist die komplette Overlock fertig eingefädelt. Also gar nicht so schwer und eigentlich auch relativ schnell gemacht. So, jetzt müssen wir einmal hier austesten, ob die Fadenspannung so stimmt. Dann nehme ich mir jetzt einmal einen doppellagigen Jersey-Stoff und fahre dort einmal mit der Nähmaschine drüber. Jetzt könnt ihr einmal hören, wie laut die Maschine ist. Und dann gucke ich mir einmal die Naht an und schaue, was ich da noch verbessern muss mit der Fadenspannung. Bei mir ist zum Beispiel die rote nicht stramm genug und die blaue muss ich auch ein bisschen strammer machen. Und dann teste ich das Ganze wieder, gucke mir wieder die Naht an. Und schau dann, was ich da vielleicht noch ein bisschen besser
oder strammer oder lockerer machen muss. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Also das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Stoff ihr benutzt und welches Garn ihr benutzt. Da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, welche Einstellung ihr da nehmen müsst. Aber auch in der Bedienungsanleitung ist super gut erklärt, dass je nachdem, welche Farbe zu locker sitzt oder stramm sitzt, steht genau, wo ihr am besten drehen müsst und auf welche Zahl. Also es ist wirklich sehr gut und einfach erklärt. Also wie ihr seht, eine Maschine, die auch sich super für Anfänger eignet. Ja, den Link zu der Maschine setze ich euch einmal unten in die Infobox rein. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben.